So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns auf dem roten Sofa der DVZ hier auf dem Deutschen Logistikkongress 2021 in Berlin. Mein Gast ist Oliver Wieck. Oliver Wieck, Sie sind der Generalsekretär der Internationalen Handelskammer, der ICC hier in Deutschland. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Freue mich auch, Herr Reimann. Herr Wieck, ein bedeutendes Thema hier auf dem Kongress sind natürlich die Verwerfungen in den internationalen Lieferketten. Wir haben diese steigenden Energiepreise, es fehlen Rohstoffe, es fehlen teilweise möglicherweise sogar Fertigprodukte. Es geht die Angst vor dem Ausfall des Weihnachtsfestes um. Wie dramatisch ist so aus Ihrer Erfahrung die Lage? Also man darf die Situation tatsächlich nicht unterschätzen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist grundsätzlich eigentlich gut. Die Aufträge kommen rein und es gibt einen hohen Vorlauf, der dann, und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, leider nicht nur damit zu tun haben, dass so viele Aufträge sind, sondern auch damit zu tun hat, dass eben Aufträge nicht abgearbeitet werden können. Und das spielt so ein bisschen in die Richtung, die Sie gerade genannt haben, dass es eben Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten gibt, Verwerfungen auf den internationalen Märkten gibt, die Corona-bedingt sind, wo es Rückstaus gegeben hat, die jetzt langsam erst aufgelöst werden, die damit zu tun haben, dass eben solche Geschichten passiert sind wie im Suezkanal, dass eben auch ganze Häfen geschlossen wurden wegen der Corona-Pandemie und dass es eben tatsächlich zu einer Verknappung von Rohstoffen führt, weil durch die Phase des Lockdowns in den meisten Ländern eben die Wirtschaft doch erheblich runtergefahren wurde und jetzt durch diese Aktivitäten, die quasi zur gleichen Zeit stattfinden, eben ein extrem hoher Bedarf an Rohstoffen, sei das nun Stahl, Kunststoffe, seltene Erden oder ähnliches, abgesehen auch Energie, wird ja auch immer teurer, Erdöl, Gas, dass dadurch jetzt eben sich ein neuer Stau bildet und der, so hofft man jedenfalls, sich dann sicherlich nicht mehr dieses Jahr, aber vielleicht dann im Verlauf des nächsten Jahres wieder etwas reduziert. Aber ich glaube, die Einschätzung ist mittlerweile schon eher so, dass es wohl noch so bis zur Jahresmitte 2022 so angespannt bleibt, oder? Kommt darauf an, mit welcher Branche man spricht, aber insgesamt haben Sie recht. Es ist keine, also ich halte das Weihnachtsgeschäft für jetzt nicht gefährdet. Sicherlich wird der ein oder andere Wunsch vielleicht erst später in Erfüllung gehen. Aber das stimmt, das braucht seine Zeit. Und es kommen eben eine ganze Reihe von Knappheiten hinzu. Es gilt übrigens auch für Container, die auch knapp sind. Und alles das spielt halt eben zusammen und führt eben zu dieser Sondersituation. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich schon davon ausgehe, dass sich die im Verlauf des nächsten Jahres dann auch sukzessive wieder auflöst. Gut, dann wird man sicherlich gewisse Lehren daraus ziehen. Absolut. Also vielleicht mehr Vorratshaltung etc. Großes Thema ist aber natürlich auch die Digitalisierung der Lieferketten. Da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Effizienz rauszuholen. Was braucht es da aus Ihrer Sicht? Ja, also ganz klar, nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das physische Verbringen von Dokumenten im Rahmen des Außenhandels eigentlich völlig antiquiert ist, dass es extrem viel Zeit kostet, dass es eben teilweise daran gescheitert ist, dass eben Originaldokumente nicht vorgelegt werden konnten, weil die Leute keine Kontakte haben dürften, dass Akkreditive nicht erteilt werden konnten, weil die Authentifizierung nicht stattfinden konnte. Also alle diese Dinge, von denen man ja kaum glaubt, dass es sie in dem modernen 21. Jahrhundert überhaupt gibt, all diese Dinge wurden jetzt durch die Corona-Pandemie auf den Tisch gelegt und haben einen klaren zusätzlichen Grund dafür gegeben, dass wir mit der Digitalisierung des Außenhandels jetzt endlich voranschreiten müssen. Es gibt auch inzwischen Bewegungen auf der politischen Ebene. Es hat jetzt während der G7-Präsidentschaft von Großbritannien hier eine neue Initiative gegeben, zunächst mal die G7-Länder dazu zu bringen, gemeinsame Grundlagen, gemeinsame Regeln zur Verwendung elektronischer, übertragbarer Dokumente umzusetzen zu Hause. In vielen Ländern gibt es überhaupt erst noch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt elektronische Dokumente einzusetzen. Da sind wir in Deutschland schon einen Schritt weiter. In vielen Gesetzen, gerade wenn es um Transportdokumente im Rahmen des Außenhandels geht, ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass man das Ganze auch elektronisch machen kann. Allerdings, und das ist unser großes Plädoyer an die Politik, fehlt es bisher an der klaren Erläuterung, wie denn
solche Dokumente auszusehen haben, damit das elektronische Dokument auch einem papierenden Dokument entspricht. Mhm. Der Gesetzgeber hat eigentlich vorgesorgt, indem er eine Verordnungsermächtigung erteilt hat. Von der hat allerdings die Bundesregierung bislang nicht Gebrauch gemacht. Das heißt, wir sind im Moment im Dilemma, dass wir einerseits die Regeln haben, die Gesetze haben, solche Dokumente einsetzen zu können, dass aber die Wirtschaft zögert, weil sie nicht weiß, was sie eigentlich genau machen muss. Ja. Und da haben wir jetzt kürzlich angesetzt. Wir haben eine gemeinsame Stellungnahme mit 10 anderen Verbänden, bei der auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, Deutsche Industrie- und Handelskammertag, BVL, BGL, also auch Spedition Logistik, an die Bundesregierung appelliert haben, von ihrer Ermächtigung Gebrauch zu machen. Einmal zu sagen, was bedeutet eigentlich Äquivalenz zwischen elektronischen Dokumenten und papierenden Dokumenten? Wie muss die Übertragung elektronischer Dokumente, die Erstellung elektronischer Dokumente, wie muss das aussehen? Können diese Begriffe so definiert werden und dazu auch noch technische Standards, grundsätzliche technische Standards entwickelt werden, dass es dann endlich auch dazu kommt, dass zum Beispiel E-Konnoissements und ähnliche im deutschen und im internationalen Geschäft auch eingesetzt werden können und auch letztlich eingesetzt werden. Wenn man mal realistisch ist, jetzt findet sich die neue Bundesregierung, das wird so seine Zeit dauern. Man muss davon ausgehen, dass sich das Thema wahrscheinlich aufs nächste Jahr dann vertagt, oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja noch gar keine neue Bundesregierung. Ja. Wir sind aber jetzt schon im Dialog mit der Bundesregierung. Wie ich gerade gesagt habe, wir haben dieses Positionspapier übermittelt und es gibt jetzt eine Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der Verbände, der Unternehmen, der Finanzinstitutionen zusammensetzt, die an einem Verordnungsvorschlag arbeiten, wie eine solche Ermächtigungsverordnung im Detail aussehen kann. Wir wollen damit bis Mitte des nächsten Jahres fertig sein und dann eben nicht nur über Transportdokumente reden, sondern eben auch über Versicherungszertifikate und andere Dokumente, die im Rahmen eines Exportes elektronifiziert werden können, wie die Parameter, wie die Grundlagen dafür aussehen müssen. Und das ist, glaube ich, ein realistisches Szenario, wenn man dann davon ausgeht, dass die Bundesregierung frühestens im Januar anfängt zu arbeiten, egal wie schnell sich die Koalitionäre jetzt bemühen. Und hoffen dann natürlich, dass wir im Verlauf von 2022 mit einer konkreten Durchführungsverordnung endlich zu einer weiteren Digitalisierung kommen. Einschränkend muss ich allerdings dazu sagen, es ist schön, wenn wir dann was erreicht haben. Das Ganze muss natürlich europäisch, international auch abgestimmt werden. Aber auch da gibt es bereits schon rechtliche Grundlagen, die es ermöglichen, dass das, was wir hier machen, nicht im völlig luftleeren Raum passiert, sondern auf einer europäischen regulativen Basis passiert. Und ich glaube, es gibt auch demnächst mal wieder eine G7-Präsidentschaft der Deutschen. Das wäre ja auch eine Gelegenheit, das Thema dann international zu treiben, Absolut. Oder? Das ist unsere Hoffnung, warum wir auch jetzt mit der Stellungnahme an die Bundesregierung rausgekommen sind, dass während der G7-Präsidentschaft Deutschlands dieses Thema eben aufgegriffen wird. Es ist klar, wenn Sie jetzt mit den Vertretern der Bundesregierung reden, dazu können Sie nichts sagen, weil es einfach noch keine Richtung gibt. Ja. Die G7-Präsidentschaft fängt am 1. Januar an und dann gibt es hoffentlich auch eine neue Regierung. Und nochmal, in den bisherigen Koalitionsverhandlungen steht die Digitalisierung ganz oben. Und ich gehe mal davon aus, dass man dieses Forum G7 und die Impulse, das Momentum, was durch die britische Präsidentschaft geschaffen worden ist, nutzt und das Thema dann auch im Rahmen der G7 und später auch in der G20 weiter zu bewegen. Das sind jetzt so ein bisschen ja diese operativen Themen, mit denen sich Logistiker, Verlader etc. auseinandersetzen. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf die politische Ebene schauen, es gibt diesen immer stärker zutage tretenden Konflikt zwischen China und den USA. Es gab jetzt diesen U-Boot-Deal mit Australien, wo ja die Europäer auch ehrlich gesagt ziemlich brüskiert worden sind. Was ist so aus Ihrer Sicht? Wie sollte sich Europa, wie sollte sich Deutschland da verhalten? Also es ist klar, dass der US-chinesische Handelskonflikt sich natürlich auch auf die Lieferketten auswirkt. Das ist ganz logisch. Und es ist auch klar, dass Europa, dass Deutschland aufpassen muss, hier nicht zwischen die Linien zu geraten. Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass auch die amerikanische Seite, auch die chinesische Seite kein Interesse daran haben, das sowieso schon sehr zerbrechliche System, wir haben gerade über die Lieferketten geredet, noch weiter zu belasten durch Konflikte. Also meine Hoffnung, meine Erwartung ist schon, dass hier gerade hier, was die Handelspolitik geht, hier doch wieder vielleicht zu einer Annäherung auch der beiden Handelsmächte kommen.
Aber es gibt eben noch die politischen Implikationen, die sicherheitspolitischen Implikationen. Und da ist es halt so, da kann das von heute auf morgen plötzlich ganz anders werden. Die Signale, die wir aber aus der Handelspolitik bekommen, sind jeweils nach meinem Verständnis so, dass es da schon ein Interesse gibt, auch was die Reform der WTO angeht, was ein Funktionieren des internationalen Handelssystems angeht. Und unsere Hoffnung ist eben tatsächlich, dass das auch in dieser Richtung weitergeht und nicht ausschließlich und nur von Außenverteidigung und sicherheitspolitischen Aspekten dominiert wird. Aber das Entscheidende dürfte wahrscheinlich wirklich sein, dass die Europäer endlich mal mit einer Stimme aussprechen, oder? Dafür haben sie sicher entsprechende Instrumente inzwischen durch die neue Handelspolitik geschaffen. Die gab es übrigens auch schon vorher, sie wurden noch nie eingesetzt. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, auch richtig und gut, dass die Europäer mit dem Fund, was sie haben, nämlich den europäischen Markt, auch stärker wuchern, wenn ich das mal so sagen darf, und auch klare Bedingungen formulieren, dass wenn wir uns in Europa öffnen, dass das natürlich umgekehrt auch für andere Märkte, Stichwort China, gelten muss, aber auch USA. Und dass man hier eben auch stärker interessensgeleitet vorgeht. Das ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Und es erstaunt eigentlich, dass von den Möglichkeiten, die wir auch in der Vergangenheit schon hatten, bisher nie Gebrauch gemacht worden ist. Das wird sich sicherlich im Zuge auch dieses der globalen Verschiebung, wird sich das, dieses Momentum wird sich auf europäischer Seite sicherlich noch stärker werden. Das ist interessant, was Sie sagen. Ich nehme es aus unserem Gespräch mit. Eigentlich gibt es viele interessante und gute Instrumente schon. Wir müssen sie nur mal nutzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Credo vielleicht für die nächsten Monate. Herr Wieck, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr Reimann.